Lieber Gernot, vielen Dank, dass du heute ein bisschen was erzählen wirst über deine Kindheit und überhaupt deine Arbeit später in Papua-Neuguinea, dass du da zur Verfügung stehst. Du bist ja dort aufgewachsen und kannst dich noch an Erlebnisse als Kind in Finschhafen erinnern. Ja, klar. Also ich weiß, dass wir mal am Strand von Nasigalatu waren. Aha. Und zwar ist da meine Cousine, die war ja auch da, die war etwa gleichaltrig wie ich. Ja. Und wir sind schwimmen gegangen und die ist dort fast ertrunken. Und da hat meine Mutter nur noch geschrien, Irene, Irene. Und dann ist meine Tante, die Tante Emma, die Frau Zimmermann, die ist dann ins Wasser gesprungen und hat sie dann rausgeholt. Aber sie wäre ertrunken. Das war natürlich für mich so ein Erlebnis als Kleinkind, das ich dann später nicht vergessen habe. Wir waren unten im Polarhaus. Aha. Das ist dort, wo der Malabar Hafen ist. Mhm. Gegenüber der Insel Madang. Jawohl. Da war früher das sogenannte Polarhaus. Mhm. Und es war dann das Haus auch des Geschäftsführers. Da hat mein Vater und meine Eltern dort gewohnt. Und das war aber so alt und hinfällig, das Haus. Beim ersten Erdbeben im Mai war das dann doch so hinfällig, dass meine Eltern dann nach Malopa hochgezogen sind. Weil der Willi Fleur damals, der war der Feldleiter, mhm. Der hat lieber in Hetzbach gewohnt und wollte da nicht so exponiert da oben in dieser Villa, großen Villa da oben, residieren. Das ist ein schönes Haus. Ja, gewesen. Ein sehr schönes Haus. Und da sind wir dann auch hochgezogen, da ist ja auch mal sogar dann geboren. Und ich bin hier geboren gleich daneben. Nicht in Maropa, sondern in Kakoko. Aha. Und das ist etwa 500 Meter rechts von Malaopa. Mhm. Da sind jetzt lauter Gärten und so weiter. Das sind nur einzelne Zementposten, die dort noch existieren. Aber da ist meine Geburtsstelle inzwischen. Die Lage war ja recht einsam dort. Mhm. Wie habt ihr euch denn da versorgt? Das weißt du vielleicht von später noch. Naja, die war eigentlich gar nicht so einsam. Muss bedenken, in Kakoko, gleich daneben, da waren die ganzen Schwestern, die Hebammen, die Ärzte waren dort, Dr. Stürznofecker, Dr. Koller, die waren alle dort, dann auch die ganzen Schwestern, die Schwester Hedwig Ruf damals, die spätere Frau Herthe, dann die Schwester Stürznofecker, die spätere Strauß, die waren alle da. Und unten am Hafen, in der Hafenanlage, da waren auch natürlich Europäer, Missionare und so weiter. Also das war eine ganze Missionars-Community, die dort war. Also insofern denke ich, dass wir nicht isoliert gewohnt haben in dem Sinne. Ah ja. Und gab es dann Laden, wo man die Dinge des täglichen Bedarfs gekauft hat? Ja. Oder wie ist es gewesen mit dem Lutheran Supply House aus Madang? Oder damals gab es noch keinen Lutheran Supply House in Madang. Wenn, dann war das Supply House in Finschhafen. Da gab es eins. Ja, mein Vater war ja der Geschäftsführer, der hat ja die Sachen importiert. Ah ja. Die Fischdosen und was weiß ich alles, die hat er importiert. Ich nehme an, da war ein Laden irgendwo da unten. Aber wir haben uns vermutlich auch weitgehend ernährt von den einheimischen Produkten. Mhm. Also von Süßkartoffeln und von Mais und so. Der Kaspar Göbel, der war ja gleich daneben. Die haben dann Ziegenfleisch und Rinderfleisch geliefert und so weiter. Das war eine ganze Community, das war ja gleich in Hensbach, da waren ja auch überall müssen. Und der Kaspar Döbler, der ist auf eine ganz frische Idee gekommen, um das Ziegenfleisch sozusagen schmackhaft zu machen und den Ziegengeruch wegzubekommen. Mhm.
der hat die erste Mal so zwei, drei Tage lang im Salzwasser angebunden. Ein Ziegen. Ja. Aha. Und dann war das natürlich das Fleisch und der Geruch, der war weitgehend verschwunden und das Fleisch war richtig zart dann. Der hat damals im Internierungslager hat er Schuhe gemacht. Mhm. Und er hat dann irgendwo Rederhecke bekommen und hat dann Sandalen und so Sachen gemacht. Also war handwerklich war der fit. Mhm. Und ich weiß nur, dass er ein wenig schon als Kinder haben wir ihn schon als gründlichen alten Herrn entdeckt. Ja. Und wenn wir mal so im Internierungslager irgendwo geraucht haben, na, als 5-6-jährige Bursche, na, also Tomatenblätter und was weiß ich, haben wir dann in Zeitungspapier gewickelt und also da durften wir uns nicht erwischen lassen, weder vom Kaspar Döpe noch vom Börner. Ja, er hat ja eine Plantage. Also ich erinnere ihn als einen sehr handwerklich, sehr fleißigen Menschen. Und die Frau Döbler kenne ich auch, das war für mich die Tante Döbler. Und die war eine versierte Schachspielerin. Erzählt meine Mutter immer. Ja. 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Was hat eure Familie davon in Neuguinea mitbekommen? Ja, schon allerdings viel, weil da sind sofort alle deutschen Missionare sind sofort interniert worden. Nicht alle, aber die meisten. Und dann mein Vater auch, die sind deportiert worden aus Australien. Und die Familien sind zusammengezogen worden auf dem Sattelberg. Wir haben dann alle, die ganzen Familien haben dann irgendwie auf dem Sattelberg gewohnt, wie weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, da oben waren wir und meine Tante hat sich in dem Tagebuch, das ich gelesen habe, dann furchtbar aufgeregt, weil sie gesagt hat, sie mussten sich einmal in der Woche unten in Finschhafen beim Pier melden. Also das ist der australische Verwaltung. Ja. Da mussten sie runter. Und sie hat gesagt, also das ist eigentlich unhöflich. Eigentlich müsste er raufgehen zum Sattelberg, um zu sehen, ob wir alle noch da sind. Und statt nicht sozusagen uns als Mütter von den Kindern belasten, um runterzukommen nach Finschhafen und uns dort zu melden. Da hat sie sich dann sehr echauffiert. Und vermutlich bei einem solchen Ausflug nach Finschhafen, zur Station sind wir dann eben dann nach Nassigalatu gekommen und haben dort dann, da war ja ein Missionarshaus gleich dort, dort Obersega, ja. Dort wo der David Annam gewohnt hat, gleich dahinter. Da sieht man noch die Stufen von dem alten Missionarshaus. Hab ich schon gesehen, ja. Und da haben wir dann vermutlich gewohnt und sind dann am Wochenende runter zum Schwimmen am Strand. Auf dem Sattelberg haben wir gewohnt bis 41. Und Weihnachten 41 sind wir dann auch evakuiert worden. Und zwar deswegen, weil die Japaner, die waren unmittelbar davor, dann auch Neuguinea anzugreifen. Und die Australier haben uns dann raus evakuiert. Salamaua war es, glaube ich. Da haben wir dann im Hotel gewohnt. Und die Australier haben uns Kindern dann irgendwelche Geschenke gegeben. Oh. Ja. Immerhin. Ja. Der Feind hat Geschenke bekommen. Ja. Und dann sind wir dann eben nach Australien geflogen. Wir sind dann letztlich nach Adelaide gekommen. Und in Adelaide sind wir verteilt worden in verschiedene Familien. Wir waren im Pfarrhaus in Barossa Valley und da haben wir dann gewohnt. Und die Frauen also haben protestiert, weil die wollten unbedingt, dass sie auch ins Internierungslager kommen wollten. Und zu den Männern. Die Tatema, die hat aber protestiert.
zusammen mit anderen, die haben Unterschriften sammelt, sogar ein Prime Minister von Australien geschrieben. Und angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, haben die dann in Tanunda vor dem Polizeirevier Deutschland, Deutschland über alles gesungen. Die müssen ach, da haben dann die Australier wohl gesagt, naja, das können wir nicht länger unter anderem. Und es war dann mehr oder weniger die Motivation, dann uns auch ins Lager zu bringen. Okay, so. Das war eine deutsche Schule. Aha. Die deutsche Schule, also der Missionar Michel Bär, der war Lehrer, eine Frau Zischler, dann Strauß, Hermann Strauß, das waren alles Lehrer dann für uns Kinder. Ein Leben im Lager, stellt man sich das wie im Gefängnis vor oder war das schlimm für euch? Nee, also für uns Kinder, das war überhaupt nicht schlimm. Also ich denke bei Kindern, wenn die beiden Eltern sind und das Lagerleben war mehr oder weniger natürlich, wir haben sehr frei mit. Da sind jeden Tag sind da Lastwagen von den australischen Soldaten reingekommen. Die haben dann mehr als genügend Fleisch gebracht. Dann essensmäßig hatten wir überhaupt keinen Mangel. Wir haben sogar, manchmal sind wir als Kinder dann zu den Mülltonnen gegangen und haben da das Kochfleisch rausgeholt und gegessen. Das ist manchmal auch Situationen, da haben wir erlebt, dadurch, dass zum Teil japanische Soldaten ins Lager kamen oder deutsche Soldaten aus dem Afrikakorps. Die sind auch dort interniert gewesen zum Teil. Und dann haben wir nachts manchmal schon auch Schüsse gehört. Seid ihr mal durch den Zaun irgendwie durch oder so? Ja, doch, doch. Das habt ihr schon gemacht? Ja, öfters. Ja, wir sind öfters durch den Zaun durch. Und manchmal sind wir an die, weiß nicht, haben wahrscheinlich die größeren Jungs uns dann gezeigt, wie man zum Beispiel Karpfen fischt. Dann sind wir dann so bei den Teichen, da in den Weiden, sind wir da hingegangen, haben dann Karpfen gefischt und oder solche Dinge gemacht. Also ich muss sagen, wir hatten vielleicht auch das Glück, dass wir interniert waren. Weil dadurch waren wir isoliert von der westlichen australischen Gesellschaft. Wir haben nicht miterlebt die ganze Feindlichkeit der Propaganda in Australien, die damals ziemlich scharf war. Und wir haben sozusagen, wir waren auf einer Insel dort in, und die Eltern, die haben Kulturveranstaltungen gemacht. Mein Vater war Theaterregisseur, die haben Theateraufführungen gemacht, Wilhelm Tell und so weiter und so fort. Das waren alles, war ein richtiges kulturelles Leben, das da stattgefunden hat dann in dem Lager. Konntet ihr nach dem Lager in Tatura wieder nach Neuguinea zurückkehren? Nein, nicht sofort. Also wir sind zunächst einmal mit dem Zug nach Queensland gekommen und dort war ein Pastor Rode. Der Pastor Rode hat in Hattonville, war Pfarrer und hatte für seinen Ruhestand ein Haus gekauft in Brisbane, in Ipswich. Und da sind wir zunächst in dem Haus untergekommen, in dem Haus in Ipswich. Da sind wir dann auch in die englische Schule gekommen. Mein Vater hatte mit dem Rektor von der Schule schon vorher geredet und hat gesagt, da kommen 2 German Kids. Und er wünscht sich, dass wir dann auch gut behandelt werden. Und da hat er das wohl wahrscheinlich in der School Assembly dann auch gesagt, dass morgen kommen German Kids. Und wir sind dann hingekommen und am ersten Tag dort, da haben wir dann Schokolade bekommen und Bonbons. Die wollten uns wirklich zeigen, dass sozusagen wir aufgenommen worden ist. Also das sind so Erlebnisse, die ich in Australien hatte. Die rechne ich Ihnen hoch an. Also da habe ich dann quasi, wir haben ja noch gar kein Englisch gekonnt. Echt? Nee. Ganz neu? Ganz neu. Ja, und wir haben auch keinen Sonderunterricht in Englisch bekommen. Wir haben das Englisch gelernt durch Spielen einfach
in der kürzesten Zeit. Da, und da, wir waren im Unterricht gesessen und haben nichts verstanden. Und dann, aber in kürzester Zeit haben wir uns, ich weiß gar nicht mal wie, aber irgendwie haben wir dann das Englisch gelernt. Eure Eltern, haben die da gleich eine Anstellung gekriegt oder konnten die gleich was verdienen? Oder hat die Mission euch versorgt? Das war damals nicht möglich. Also es gibt Leute zum Beispiel, die Hertles, der hat dann als Farmarbeiter in irgendeiner Bank gearbeitet. Und mein Vater, der hat dann zunächst einmal in der Metzgerei gearbeitet, weil im Lager war er eingeteilt in der Küche und hat da gelernt von irgendwelchen deutschen Metzgern, wie man das Fleisch auch schneidet und so weiter. Und dann hat er dann in der Metzgerei in Ipswich gearbeitet, zunächst einmal. Und später hat er dann eine eigene Firma gegründet in Brisbane und nannte sich Rural Farmer Supply, auch so eine Art Versandhaus, hat er aufgebaut und hat dann Werkzeuge und Lebensmittel und so weiter an die Farmer verkauft. Und hat dann ein Geschäft, war eigentlich, glaube ich, erfolgreich. Also, und als dann 50 die Nachricht kam, dass wir nach Neuguinea konnten, dann sind wir nach Neuguinea gereist, nach Lai. Und ich bin nur für Weihnachten nach Neuguinea gereist. Und dann zum 1. Februar 1951 bin ich dann wieder zurück und bin zum St. Peter's College mit den anderen Kindern. Also da habe ich auch wieder eine sehr gute Erfahrung gemacht in Australien. Wir hatten bei Hatton Vale, hatte mein Vater oder meine Eltern, die haben da über den Pastor Rode einen Farmer ausgemacht. Die Nopkis, die waren in Summerhome. Und da sind wir schon von Ipswich aus mal hingekommen und haben dort Ferien verbracht. Und das hat mir so gut gefallen. Und als ich dann im St. Peter's College war, dann bin ich in den Ferien immer dann zu den Nopkis gegangen. Die hatten auch Jungs, die waren ein bisschen älter als wir, aber die haben uns da voll reingenommen in deren Familien. Anfang Dezember ist dann ein Flugzeug wieder nach Neuguinea geflogen mit den ganzen Mission Kids. Und wir sind dann nach Neuguinea gekommen wieder und waren dort wieder bis Ende Januar und dann sind sie wieder zurückgekommen. Mein Vater war dann in Lai und hat dann auch wieder das Supply House in Lai geführt. Er ist dann nach, glaube ich, ein, zwei Jahren ist er dann nach Madang gekommen und hat dann dort das Supply House geführt. Die Ferien haben wir dann in Madang verbracht. Also zuerst haben wir es in Lai verbracht, dann die ersten ein, zwei Jahre in Lai. Dann sind wir dann immer als Jungs sind wir dann immer nach Wagan Village gelaufen. Und da war ja diese Sitpaya, japanische Schiff. Es war dort gestrandet. Ach, Sie waren ja. Und wir sind da in einem Bach, dann in der Nähe im Dorf, da war ein Bach und da sind wir dann immer schwimmen gegangen. Ich bewundere meine Eltern heute noch, also, dass sie uns da alleine haben hinlaufen lassen. Und dann und da hätten ja auch Krokodile sein können. Manchmal habe ich mit den Arbeitern von meinem Vater gesprochen und so weiter. Aber das ist bei mir vorbeigegangen, ich wollte Ferien haben. Wie hast du mit den Arbeitern gesprochen? In welcher Sprache? Ja, doch ziemlich, ja, wir mussten ja Pidgin lernen, wir haben ja ziemlich bald mehr Pidgin gelernt. Wir sind ja auch, glaube ich, in die Pidgin-Gottesdienste gegangen, an den Sonntagen und so weiter. Und in welche Kirche seid ihr da gegangen? St. Andrews. St. Andrews, in Ambo sozusagen. Ja, in Ambo. Und in Madrid sind wir dann in die
da gab es die Memorial Church noch nicht. Und da war so eine Art Bethaus oder was weiß ich, Chapel. Mhm. Und da sind wir dort immer abends und waren die Kirche gegangen. Ja. Ja. Und außer deinen Geschwistern hattest du auch Freunde, mit denen du gespielt hast und mit denen du zusammen warst? Also, ja, in du meinst es in Neuguinea und so. Ja, ja, in Ley oder in Madagaskar. Ja, das waren die Freunde und so weiter, die ich vom College her kannte, die haben alle woanders. Die waren alle woanders. Die waren alle bei ihren Eltern. Hast du auch den Eric Fliel kennengelernt? Ja, ja, den habe ich kennt. Der war auch immer höher, aber der war 6, 7, 8 Jahre älter. Seid ihr irgendwann auch mal nach Deutschland gekommen? Ja, wir sind, also ich war dann in St. Peters. Und dann, als meine Eltern dann Ende 54 nach Deutschland kommen konnten, wir sind dann Anfang 55 hier angekommen. Und dann bin ich nach Ansbach, in die Oberrealschule in Ansbach gekommen. Mhm. Und zusammen mit meinem Bruder. Wenn ich meine Schullaufbahn anschaue, die ersten Klassen in Deutsch. Und dann in Ipswich. Und dann waren wir noch in Camp Hill in Brisbane nochmal in der Schule. Mhm. Und dann in St. Peter's College. Und dann danach Deutschland in die Oberrealschule. Also meine Leistungen waren, sagen wir mal, suboptimal. Im australischen Schulsystem bin ich dann groß geworden, bin dann hergekommen und über die, sagen wir mal, intelligente Flexibilität habe ich nicht verfügt. Naja, ich bin eigentlich ganz gut zurechtgekommen in allen Fächern. Nur in Deutsch hatte ich ein Problem. Und da hat mir der Deutschlehrer, das war in der letzten Klasse vor dem Abitur, da hat er dann irgendwann mal gesagt, so bei dem Halbjahreszeugnis, guck mal, also bei uns kommen Sie nie, schaffen Sie die ATS Abitur nicht. Also machen Sie lieber einen Handwerker. Und du war damals, naja, und ich bin dann, ja, war dann schon geknickt. Bin dann das erste Mal 3 Monate aus Schule raus. Dann habe ich mal eine eigene Wanderung unternehmen, vom Bayerischen Wald, von vor dem Wald bis nach Passau gelaufen. Und bin zurückgekommen und dann haben mir meine Freunde, die ich hatte gute Freunde in Heilsbronn, die mit mir in der Klasse waren, in der Oberrealschule. Und die haben mir gesagt, also euch, da tust du jetzt nicht irgendwie irgendwelche beruflichen Sperrenzien machen, sondern du meldest dich mal in Schwabach. Das deutsche Gymnasium, die sind bekannt dafür, dass sie auf Leute zugehen, die sozusagen mal gescheitert sind in der Schule. Und dann bin ich zum Onkel Neumeier, der war der Direktor hier. Dann habe ich gesagt, ich will wieder in die Schule gehen. Dann habe ich gesagt, ja, das kriegt man hin. Dann ist er mit mir zusammen zum Kultusminister beauftragt nach Nürnberg gegangen. Und hatte ihm gesagt, ja, das hat es ihm erklärt und so weiter und so. Und dann habe ich die Erlaubnis bekommen, dass ich nach Schwabach gehen kann. Und war ich dann in Schwabach und dann muss ich sagen, die waren wirklich pädagogisch, waren die sozusagen viel, viel besser als die Ansbacher. Wann hast du deinen Großvater Christian Kaiser kennengelernt? Den habe ich kennengelernt, also praktisch, als wir nach Deutschland gekommen sind, 1955. Damals war er schon 75 oder 76. Für mich war das ein schrecklich alter Mann. Als dann meine Eltern am Originär zurück sind, da haben die ihm und meiner Tante zugemutet,
dass wir dort wohnen. Wenn ich mir heute vorstelle, dass wir hier zwei Jungs aufnehmen müssten, die noch ziemliche Flausen und Freundschaften und was weiß ich, alles was dazu mit zusammen, dann finde ich das mal völlig abwürdig. Ich habe einen hohen Respekt dafür, dass sie gesagt haben, ja, wir können dort wohnen und dann, wir waren dann dort, wir sind praktisch aufgenommen worden. Mhm. Dort, ja. Und wie hast du den Großvater da erlebt, außer du sagst natürlich ein alter Mann? Ja, er war schwerhörig. Ah, ja. Also es war schwierig, sich mit ihm zu unterhalten. Und er hat dann uns dann immer wieder so seinen Abends, hat er dann uns vorgelesen, auch seine Lebenserinnerungen und so weiter. Oder hat mal uns gefragt, was wir halten von dem Titel, das bin bloß ich. Ich habe damals gesagt, also ich finde das nicht gut. Der hat es begründet dann, in seinem Lebenslauf, dass er das Gefühl hatte, dass er als Person gegenüber die anderen und so weiter, dann schon in seiner Jugend, der Vater ist ja sehr früh gestorben, da hat die Mutter dann einen anderen Mann geheiratet. Er und seine Schwester, die waren sozusagen im Weg. Und da ist bei ihm so, glaube ich, das Gefühl entstanden, ja, das bin bloß ich. Noch eine vielleicht so persönliche Frage. Wann musstet ihr zu Hause sein bei den Großeltern? Das war, also das bewundere ich heute noch, ja? dass wir uns nicht abmelden mussten oder irgendetwas. Ich bin ja auch da mit den Freunden von Heilsbronn, mit dem Fahrrad nach Heilsbronn gefahren oder wie auch immer. Ich meine, ich habe natürlich in meiner Jugendzeit nicht so exzessiv gelebt wie vielleicht andere. Wir waren oft zusammen mit den Freunden oder mit den Nachbarn, da haben die Metzners gewohnt. Und da haben wir manchmal bis 11, 12 Uhr abends gekaddelt. Für deinen Entschluss, selber Pfarrer zu werden und dann auch Missionar nach Neuguinea wieder zu gehen, hat der Großvater da eine Rolle gespielt? Eigentlich wenig. Die größte Rolle, die haben eigentlich die damaligen Freunde gespielt. Die waren die Leute, die waren die Jungs, die ich in St. Peters von St. Peters kannte. Mhm. Die waren auch alle hier jetzt dann. Die sind alle ins Theologiestudium. Die Freunde zum Teil von der Augustaner, die haben dann auch erzählt über Studium und was sie jetzt studieren und die Probleme, damals war Bultmann und was weiß ich alles. Und so haben die eigentlich bei mir irgendwie dann Interesse geweckt und für mich war es dann das Natürlichste, dann auch den Weg zu gehen ins Theologiestudium. Immerhin bin ich dann reingekommen. Und ich habe dann eigentlich auch nicht gleich an Neuguinea oder irgendwas gedacht, sondern einfach ja, aus Interesse. So waren die Diskussionen, die ich da gehört habe, die haben auch das Interesse bei mir geweckt. Gerhard, ganz herzlichen Dank für diesen offenen Austausch, für deine Geschichten aus deiner Jugend und aus Neuguinea, auch aus Australien und auch aus Deutschland.